Hallo und herzlich willkommen zurück zu Subnautica, einer weiteren Folge. Und ja, ich habe mich nochmal informiert. Es ist tatsächlich so, Lithium ist sehr schwer zu entdecken. Es kann in Gestein sein. Wir sind ja aber noch auf der Suche nach Lithium. Es kann so in so Gesteine hier sein. Hier sowas, hier. Es kann aber tatsächlich auch einfach so rumliegen. Es ist nur sehr schwer zu entdecken, weil es grau ist. Es ist verdammt schwierig zu entdecken. Da müssen wir jetzt mal so ein bisschen ausschalten. Es kann auch in Höhlen drin sein, an Wänden und so. Da muss man genau hinschauen. Ich würde auch diese Gesteine jetzt erstmal einfach so lassen. Alter! Dieses scheiß Kackvieh! Mann! Diese Action jetzt hier! Lass mich doch mal einmal ein bisschen Dings sammeln. Also es soll wohl sehr schwer zu entdecken sein auch. Alter, ernsthaft? Müssen wir wieder so ein Medipack sammeln, ne? Oh nein, ernsthaft? Was? Was? Ne. Ne. Du bist gestorben. Ja, toll, großartig. Achso, man kann Taschenlampe an- und ausmachen. Nein, das ist ja großartig. Toll. Ja, wo waren wir stehen geblieben? Haben wir irgendwas verloren? Nein. Gut, dass ich noch gespeichert hatte. Also, Lithium ist verdammt schwierig zu entdecken, weil es, wie gesagt, so gräulich ist. Ich hoffe, ich finde es. Damit wir mal endlich unsere Base verstärken können. Und was ist das schon wieder für ein Wetter? Ich gucke gerade aus meinem Fenster raus und denke so, gleich fängt es an zu regnen. Ja, und dabei fängt es an zu hageln. Das ist natürlich ganz großes Kino. Das, ja. So, dann lass mal schauen, ob wir es finden. Ist ja auch die Frage, ob wir am richtigen Ort suchen. Das ist, kommt ja auch noch dazu. Schwierig, schwierig, schwierig. Ich bin sehr gespannt. Weil ich würde schon gerne die Base ausbauen. Also, klar, man könnte jetzt alles abreißen und neu bauen, aber das ist ja nicht Sinn der Sache. Hallo? Ist hier Lithium? Jetzt kommt wieder die spannende Musik. Ich finde die Musik auch sehr passend immer, muss ich sagen. Ich tauch mal auf. So. Ach ja, so. Das ist nicht, das sind irgendwelche Eier. Lithium, wo finden wir Lithium? Oh nein, ernsthaft? Kann man den irgendwie... Ich meine, man kann den ein bisschen entkommen, aber... Ich frage mich, ob man die auch irgendwie abschießen kann. Bestimmt irgendwie mit so einer Harpune oder so, die es später gibt. Oh nein. Die sind so mega nervig, ne? Wenn ich das mal so sagen darf. Kupfererz. Das brauchen wir alles. Das brauchen wir alles gar nicht. Da unten würde ich einmal hintauchen, da ist ein bisschen tiefer. Vielleicht sollten wir uns auch mal diesen Helm bauen, damit wir noch tiefer tauchen können. Haben wir hier schon alles gescannt? Signalbojenfragment. Doch, das haben wir ja schon gescannt, ne? Toll, jetzt kriegen wir dadurch noch Sachen. Will ich gar nicht. Ich will nur Lithium finden. Lithium, meine Freunde. Lithium, Lithium. Ab in die nächste Höhle.
Soll wohl sehr, sehr schwer zu entdecken sein, das Lithium. Stand da in der Beschreibung. Wie gesagt, ich schaue ja immer so ein bisschen auf dieser Wikipedia-Seite von Subnautica. Da steht ja alles beschrieben, wo was zu finden ist und so. Und das ist, glaube ich, sehr, sehr hilfreich, das ein bisschen nebenbei zu haben. Weil sonst suchen wir uns so tot. Habe ich bei Breath Edge tatsächlich nicht gemacht. Aber Breath Edge war, glaube ich, auch nicht so umfangreich. Ich möchte das jetzt nicht schlecht reden. Aber das hier ist natürlich schon wesentlich umfangreicher alles hier. Denn, hier gibt es viel mehr Ressourcen und viel mehr Sachen auch zu entdecken. Na, da muss man schon ein bisschen aufpassen. Da würde ich gerne mal hingucken. Ich weiß halt nicht, ob wir im richtigen Gebiet sind. Das kommt ja auch noch dazu. Vielleicht muss ich mal gucken, dass ich vielleicht mal ein bisschen privat ein bisschen suche. Obwohl es eigentlich auch doof ist, weil ich möchte nicht halt wie andere oder so irgendwie im Hintergrund so ein bisschen was machen. So, ich möchte euch das schon gerne mitnehmen, bei allem, was ich erlebe. Lithium. Wo schwimme ich denn hier hin? Ich meine, das sieht tief aus, aber so tief sind wir gar nicht. 65 Meter nur, das ist nicht viel, ne? Wenn man so überlegt. Ist das Lithium? Nein, das ist Salz, ne? Das ist Salzablagerung. Oha. Da unten könnte man mal gucken, ne? So ist ja nicht. Aber da geht es natürlich noch tiefer. Und je tiefer wir... Je tiefer wir sinken, desto schwieriger wird es für uns, weil wir müssen ja auch wieder auftauchen. So. Aber vielleicht haben wir da unten so eine Blubberblase, die uns vielleicht hilft. Passing 100 meters. Ja, ja. Oxygen efficiency decreased. Oha. Okay, da möchte ich glaube ich noch nicht hin. Alter, wie cool. Ja, können wir alles scannen, ist alles ganz toll, aber bringt uns aber gerade alles nicht weiter. Oha. Oha, hau ab. Hau ab, Mann. Hau ab. Ist das Lithium? Kreaturenei. Nee, ist kein Lithium. Verdammt. Das gibt's doch nicht. Irgendwo muss es doch hier Lithium geben. Den können wir übrigens ausscannen, ja. Okay, ich tauche nochmal eben auf. Nur zur Vorsicht. Da ist auch nochmal eine Kapsel. Cool. Geil. Also hier gibt es also überall abgestürzte Rettungskapseln. Wir sind also nicht der Einzige, der vom Schiff anscheinend abgesprungen ist. Oder geflohen ist, oder? Würde ich jetzt mal behaupten. So. Dann lass mal gucken. Was wir hier Schönes finden. Zum Scannen vielleicht. Okay, 2 von 3. Integrating new PDA data. Neue PDA-Data, ganz toll. Das ist Salzablagerung. Was ist das denn da? Ach du heiliger Strohsack. Was soll es das? Noch mehr Abschutzstellen. Okay, ich hole nochmal Sauerstoff. Dann können wir da mal ein bisschen rumtauchen. Jetzt gehen wir mal ein bisschen auf Entdeckungstour. Vielleicht finden wir ja unterwegs Lithium. Wir schauen einfach mal. Ist ja jetzt nicht so schlimm, dass die Base voll ist. Natürlich ärgerlich. Aber ich meine, kaputt gehen tut ja erstmal nichts. Und wir brauchen ja mehr als wie einmal nur Lithium.
Können wir noch mehr scannen? Hier ist doch noch was zum Scannen, ne? Ja, ja. Seemotte, neuer Bauplan verfügbar. Oha, was zur Hölle? Nehme ich mal mit, ne? Weil wir gerade sowieso noch nichts gesammelt haben. Einfach so, spontan. Werden wir bestimmt nicht bauen können. Das war ein Fahrzeug, glaube ich. Oh, wir haben Hunger, ne? Ich sehe gerade, wir haben Hunger. Oh, oh. Wir sollten zurück. Wir sollten definitiv zurück. Wir haben so langsam Hunger. Verdammt, das ärgert mich mit dem Lithium. Das ist mega nervig. Hm. Vielleicht schaue ich tatsächlich mal zwischen den Folgen so ein bisschen privat und cruise hier so ein bisschen rum. Aber eigentlich, nee, eigentlich widerspricht sich das mit meiner Let's Play-Politik. Denn wie gesagt, ich möchte euch ja da eigentlich mitnehmen. Denn so spielt ihr ja eigentlich auch, ne? Wenn ihr privat spielt selber. Denn ich schneide da nichts raus oder so irgendwie, ne? Wie andere das vielleicht machen. Oder spielen halt im Hintergrund oder so. So, dann ab an die Oberfläche. Alles so schön und interessant und alles. Ich möchte alles erkunden hier, den ganzen Ozean. Ich frage mich, wie groß der ist. Ich frage mich, wie riesig und wie groß der einfach ist. Das ist bestimmt unglaublich. Also glaube ich jetzt, dass der so groß ist, weil man kann ja anscheinend auch noch tiefer tauchen. Oh, warte mal. Oh, Alter. Nein, ich scanne dich nicht. Entschuldigung. Wo ist die Base? Wo ist unsere Base? Da. Ich wollte ihn eigentlich scannen, aber der wollte nicht fotografiert werden. Es tut mir leid. Da ist Lithium, oder? Nee. Ach, Mist, so ein blöder Stein da. Die Ecke da, habe ich gedacht, das wäre Lithium. Was ist das denn da? Da ist was drin. Fragment der mobilen Fahrzeugstation. Kann ich aber nicht scannen. Doch. Eins von... Okay. Vielleitsollten wir mal die Augen offen halten nach diesen Kisten. Dass da was drin liegt oder so. Wusste gar nicht, dass sie offen sind. Ich dachte immer, die wären geschlossen. Vielleicht finden wir ja da noch ein paar Sachen. Schauen wir mal. Mobile Fahrzeugstation, die werden wir bestimmt benötigen. Hier ist aber nichts drin. Die ist zu, die Kiste. Die ist auch zu. Da ist was. Seegleiter-Fragment. Meine Freunde. Meine Freunde, der Seegleiter. Der Seegleiter und immer noch kein... Verdammt. Vielleicht sind wir auch... Ja, ich weiß, was wir essen müssen. Ich bin ja schon auf dem Rückweg. Vielleicht sind wir auch einfach im falschen Gebiet wegen Lithium. Ich weiß es nicht. Ich muss noch mal gucken. Müssen wir einfach mal schauen. So. Gut. Dann würde ich sagen, essen, ne? Wir müssen Glubschi mitnehmen. Glubschi! Komm her! Glubschi! Komm her! So, aus Glubschi machen wir uns Essen. Aus Dene machen wir Wasser. Haben wir gesagt. Oh nein! Also die finde ich mega nervig, muss ich wirklich sagen.
Die sind mega, mega nervig. Glubschi! Glubschi! Bleib hier! Dein Freund ist auch in meinen Mund geflogen, komm her! So. Ich brauche noch ein bisschen was für Wasser hier. Zack, so. Ich gehe mal hier rein jetzt. Dann machen wir erstmal zweimal Wasser. Und dann machen wir jetzt Glubschi gekocht. Mmh, lecker Glubschi, Glubschi. Lecker. Ja gut, und hier die Hülle natürlich von dem Gebäude oder von dem Kapsel braucht natürlich nicht, weil wir über Wasser sind, natürlich. So, deswegen... So, alles voll. Komm, ich heil mich mal. So, dann sind wir auch wieder voll. Ich tauche mal ab. Ich gehe mal in unsere Unterwasser-Base. Die natürlich noch sehr, sehr schön. Das ist halt... Okay, wir haben was Neues. Wir haben den Gleiter. Schmierstoff, Kupferdraht, Batterie und Titan. Haben wir alles oder können wir alles herstellen? Das ist ja nice. Plastalbarren. Krass. Aber da brauchen wir auch Lithium. So sieht das aus, das Lithium. Hm, schwierig zu finden. Müssen wir schauen. Aber das Fahrzeug können wir nicht bauen, ne? Da brauchen wir bestimmt erst diese Fahrzeugbase. Würde ich für wetten. Da brauchen wir bestimmt diese fahrzeugmobile Fahrzeugstation. Den würde ich jetzt bauen wollen. Batterie, Kupferdraht und Schmiermittel. Batterie, Kupferdraht und Schmiermittel. Schmiermittel hatten wir, ne? Schmiermittel. Kupferdraht stellen wir aus Kupfer her. Und Batterie muss ich mal selber gucken, wie wir die nochmal herstellen. Okay, ich glaube, wir... Huch, ich glaube, wir kriegen hier oben Sauerstoff, wenn wir über Wasser sind. Meint das Spiel. So, Batterie stellen wir wie her? Zweimal Silikongummi, ne? Kupferdraht machen wir mal eben. Ach nee, Energiezelle, Entschuldigung. Wir brauchen Säurepilz. Oh, warte mal. 1, 2. Gut, dass wir die hier haben vor der Haustür direkt. Das ist natürlich super. Super praktisch natürlich für uns. So, Batterie. Kupferdraht und Schmiermittel. Schmiermittel haben wir, ne? Das heißt, wir könnten theoretischerweise jetzt den Gleiter herstellen. Geil! Aber da brauchen wir bestimmt auch Energie für. The sea glide will increase your effective exploration range. Ja. Nimm zu deiner Sicherheit eine lange Reise Vorräte und bleibe im Umkreis von 5 Kilometern in der nächsten Rettungskapsel oder Basis. Ja, das ist ein guter Hinweis. Natürlich Nahrung und so brauchen wir natürlich auch. Mir wäre jetzt wichtig, diesen Helm zu bauen. Hier. Kabelsatz, Fasergewebe. Fasergewebe kriegen wir her, aber Kabelsatz müssen wir jetzt mal gucken. Silbererz kriegen wir hin. Haben wir. Haben wir, glaube ich, gut gesammelt. Brauchen wir, glaube ich, einmal, oder? Technik. Nee, warte mal, wo packe ich denn? Achso, ich wollte mal Dings herstellen, ne? Kupfer, Titan wieder. Weil wir ja wieder Metall mitgenommen haben. Ich dachte erst, dass wir den Gleiter damit bauen, aber okay. So. Wir brauchen zweimal Silbererz. Okay, das ist nicht so schlimm, das kriegen wir hergestellt. Können wir ein bisschen wieder einlagern. Hier ist alles voll. Ah, hier können wir ein bisschen reintun. Titan ist halt so viel, ne? Was hatten wir denn bei... Hallo? Ich kann den Spind gar nicht öffnen. Okay, ich packe jetzt Titan hier mit rein. Und das Auge. Weiß ich noch nicht, hier dieses Ei. Ich würde es erstmal nach Silbererz einmal holen. So, dann können wir den Seegleiter
gleich mal, beziehungsweise gleich mal nutzen. Obwohl, den könnte ich eigentlich mal ausprobieren, ne? Schnellzugriff. Den mache ich mal auf die 3. Der nimmt natürlich auch Inventarplatz ein. Cool. Und jetzt? Energie 100. Alter! Oha! Das ist natürlich, Das ist natürlich mega geil. Jetzt brauche ich erstmal Silbererz. Waren wir hier schon? Haben wir hier schon gescannt? Passing 100 meters. Oxygen efficiency decreased. Aua! Scanraum, was? Integrating new PDA data. Okay. Scannenraum ist ja interessant. Liegt hier noch mehr Scannenraum rum? Da! Was ist denn ein Scannenraum? Oh nein. 30 seconds. Ich düse! Blueprint acquired. Ein Scannenraum haben wir jetzt, ein Blueprint. Das ist ja interessant. Gut, wir brauchen Silberfragment, ne? Weil den Dings würde ich gerne noch bauen, den Helm. Für tiefere Tauchgänge und so. Aber dazu müssen wir jetzt erstmal eine Höhle finden. Ah, wir haben sogar eine Taschenlampe da dran, oder? Oder ist das unsere? So, warte mal. Silberfragment, juhu! Die sind in diesen runden Gesteinen drin, ne? Ja, Silber ist in den runden Gesteinen drin. Boah, wie super mega praktisch das einfach ist mit diesem Teil hier. Ich weiß nicht, ob die Tasche, ob das jetzt von unserer Taschenlampe ist oder ob das von dem Teil ist. Wo ist denn unsere Base? Ich verliere unsere Base immer außer Augen. Da. Haben wir jetzt gesammelt Silberfragment, ne? Ja, zweimal Silbererz. Wie komme ich auf Silberfragment? Ich weiß auch nicht. Wie mega praktisch das Teil einfach ist. Ist man viel mobiler. So, pass auf. Dann würde ich sagen, Kabelsatz. Und dann können wir... kann ich nicht, weil warum? Ach, Fasergewebe. Guten Morgen. Haben wir doch. Müssten wir theoretischerweise haben. Da, Fasergewebe. Brauchen wir, glaube ich, auch nur einmal, ne? Ja. Nice. So, den würde ich mal ausrüsten. Spart Sauerstoff beim Tieftauchen, absorbiert CO2 und erzeugt daraus Atemluft. Das ist ja super. Dann packe ich das mal bei Technik rein, den anderen Kram. Also hier. Und den Kupfer. Ach, wir haben alles voll, ne? Ja, wir müssen theoretischerweise mal wieder was bauen. Oder beziehungsweise mal halt, wo habe ich denn jetzt? Hier. Ja, wir müssen hier das Lithium mal finden. Ich guck mal, ob ich vielleicht privat tatsächlich mal mich mal ein bisschen mal informiere. Oder mal schaue privat im Spiel. Und dann würde ich sagen, gucken wir da mal in der nächsten Folge,
ob wir dann mal so langsam mal die Base mal wieder in klar Schiff bekommen. Und dann schaltet ihr auch wieder ein, wenn es wieder heißt Subnautica und nicht Brief Edge. So, vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Tschüss.